Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y. Beim letzten Mal sind wir hier in der Frosthöhle stehen geblieben und wir haben hier noch eine ganze Menge zu tun, unter anderem herauszufinden, was hier genau vor sich geht, denn das gute Mammutell, das vor der Höhle wartet, hat irgendeine Gefahr hier drin anscheinend gewittert und ich könnte mir gut vorstellen, das hat irgendetwas mit einem gewissen Team zu tun. Außerdem wollen wir hier auch noch ein neues Teammitglied fangen. Und wir wollen auch noch ein paar Trainer besiegen. Und damit fangen wir auch gleich mal an. Klasse, endlich kreuz frei. Kreuz ich meinen Blick mal wieder mit jemand Neuem. Tja, wenn du hier die ganze Zeit in dieser Höhle dumm stehen bleibst, dann stehen die Chancen halt nicht so gut, dass du neue Leute triffst und kennenlernst. Kämpferin Joyce. Das erinnert mich an die YouTuberin. Kennen auch bestimmt einige von euch. Die gute Joyce. Ilk. So heißt sie doch, oder? Sehr sympathische junge Dame, by the way. Okay, wir kämpfen gegen Caradonis. Den Aradonis. Ich glaube, Kampfattacken waren auf Fee nicht sehr effektiv, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen bleiben wir gerne mal drin. Aber der kann Gift. Okay, der kam unerwartet. Das hätte ich nicht gedacht, denn Caradonis von selber Gift hieb. Würde mich wundern, aber kann natürlich durchaus sein, denn Pokémon der 5. Generation zählen nicht so zu meinem Fachgebiet. Ach, Weasnet ist übrigens noch besiegt. Das wusste ich natürlich, habe ich nicht vergessen oder so. Ich habe ihn mit Absicht noch besiegt werden lassen, tot gelassen, ohnmächtig gelassen und so, damit ich ihn nach diesem Kampf wiederbeleben kann. Das war mein Plan. Und wer es nicht glaubt, der ist doof. Ganz eindeutig. So wie Caradonis tot ist, so doof seid ihr. Nein, natürlich nicht. Ihr seid die Besten, denn ihr schaut diesen Part von Let's Play Pokémon Y. Auch wenn ich mir nicht so richtig erklären kann, wie man sich meine Videos eigentlich anschauen kann. Aber irgendwie freut es mich trotzdem. Mich freut auch, dass jetzt Wishu reinkommt. Das ist die Weiterentwicklung von Linfu. Und ich glaube, Wishu ist schneller, oder? Und haut unser Schieber gleich zu Brei. Ja, eindeutig. Okay, dann müssen wir halt nach dem Kampf gleich zwei Beleber einsetzen. Das war natürlich auch wieder von mir geplant, damit ich nicht in den Beutel greifen muss, nur um einen Beleber rauszuholen. Sondern so kann ich gleich zwei Beleber rausholen, versteht ihr? Und unser Team ist ziemlich am Arsch. Jetzt fange ich schon wieder mit Arsch an. Gerade im letzten Part habe ich so oft am Arsch und im Arsch und außerhalb des Arsches gesagt, dass mich das schon selber genervt hat. Jetzt fängt das schon wieder an. Aber es wird nicht lange andauern, hoffentlich. Ableithieb. Eine Kampfattacke, die sehr effektiv ist, was ich gerade mal wieder vergessen habe. Ich hatte es nur vor einigen Parts gesagt, irgendwann wird mir das zum Opfer fallen, dass ich vergesse, dass Iggy diesen scheiß Normaltypen mit drin hat. Und jetzt war es tatsächlich mal soweit. Markus, ich glaube, du musst das Ruder jetzt hier rumreißen. Denn jetzt lohnt sich das, nach dem Kampf mal richtig in den Beutel zu gehen. Denn jetzt müssen wir sogar drei Beleber einsetzen. Das war natürlich auch wieder geplant. Zwinker, Zwinker! Ihr versteht? Ich glaube schon. Steinhagel geht daneben. Jetzt sind wir gerade eben daneben gehen können, du blödes Stück. Katze. Mit komischen Händen. Aber Wishu ist dafür bekannt, sehr gute Initiative und auch einen sehr guten physischen Angriff. Bitte nicht zurückschrecken, das wäre unschön. Aber er schreckt natürlich zurück. Das ist unschön. Ich hasse dieses Wort unschön. Was ist denn unschön? Das Gegenteil von schön ist hässlich und nicht unschön. Aber was hier gerade passiert, das ist wiederum hässlich und unschön. Alter, jetzt hör doch mal auf! Steinhagel, Mann. Ey, dreimal zurückgeschreckt. Willst du mich verkohlen? Da sieht man mal wieder, was Hex angeht. Also irgendwie Sachen wie zurückschrecken, paralysieren, verbrennen und so. Das ist beim Gegner wesentlich häufiger als bei den eigenen Pokémon. Natürlich auch Volltreffer. Die zählen natürlich auch dazu. So, aber jetzt lasst mich doch bitte mal durchkommen. Oh, Steinhagel ist sogar mal daneben gegangen. Und natürlich reicht's wieder nicht aus, du blödes Stück. Chinesische Katze. Du
landest bei den Chinesen doch immer auf den Tisch, genau wie die guten Hunde. Die essen dich zu Mittag, Mann. Die Schweine aus China. Ja, wir hier in Deutschland oder allgemein in Europa können uns das gar nicht vorstellen, warum Chinesen Hunde fressen, ne? Andererseits können Inder dann wiederum nicht verstehen, wie wir Rinder fressen können. Das ist halt immer von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Aber solange wir uns gegenseitig tolerieren, und das tun wir ja fast mehr oder weniger, wird es Frieden geben und Frieden wird bleiben. Natürlich bei allen Unruhen, die auch zurzeit in der Welt herrschen, Stichwort Ukraine, können wir uns momentan echt glücklich schätzen, in einer sehr friedlichen Zeit zu leben, wenn man mal so 100 Jahre, oder nicht mal 100 Jahre, sagen wir mal nur 70 Jahre zurückgehen, da ginge alles drunter und drüber, kein Frieden, fast nirgendwo auf der Welt, Weltkriege, überall, wo man hinsieht. Okay, bei einem Weltkrieg, logisch, ne, ist halt die ganze Welt und so, mehr oder weniger. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir leben wirklich, auch wenn das irgendwie ein bisschen untergehen mag, wir leben wirklich in einer relativ friedlichen Zeit. In einer Zeit, wo man Videos teilen kann und sich Videos von anderen bescheuerten YouTubern anschauen kann und auch noch bewerten kann. Es ist schon sehr kurios, diese Welt, diese Zeit vor allem, in der wir leben. In einer Zeit, wo wir Pokémon spielen, wo wir Bestien, wo wir Monster fangen können, in kleinen runden Bällen verstauen und mit uns tragen können und dann gegen andere Monster kämpfen lassen. Ist das nicht verrückt? So, jetzt frage ich mich, wie ich da unten weiterkomme. So auf jeden Fall schon mal nicht. Und wir rutschen und rutschen. Nein, ich bin irgendwie gerade etwas verwirrt. Moment! Killer muss nachdenken. Das kann dann immer so ein bisschen dauern. Ich will an das Item. Ach so, ja. Einfacher als gedacht. Und am Ende ist es nur ein Topschutz, den kein Mensch braucht. Oh, aber vielleicht können wir jetzt ein wildes Pokémon fangen. Dieses Geräusch wurde natürlich 1:1 behalten. Es wurden sehr viele Geräusche überarbeitet, auch von der ersten und zweiten Generation ganz speziell. Aber das Geräusch von Rosana, das ist natürlich geblieben. Das lila, menschenähnliche Pokémon. Wie die meisten von euch vielleicht wissen, anfangs war Rosana ja schwarz, also von der Hauptfarbe her schwarz. Und als Rosana in der ersten Anime-Folge dann zu sehen war, wurde die Folge wirklich gesperrt aus rassistischen Gründen. Weil Rosana wohl mit einer schwarzen Sklavin gleichgesetzt wurde. Sehr, sehr kurios. Und dann war Nintendo tatsächlich dazu gezwungen worden, Rosanas Style etwas anzupassen und von der schwarzen Hautfarbe eine lila-ähnliche Hautfarbe draus zu machen. Lass uns kampieren und unsere Pokémon heilen. Oh, sehr cool. Hätte ich mal die ganzen Belieber nicht verschwenden müssen. Yippie. In der Frosthöhle sollte man unbedingt ab und zu ein Lager aufschlagen und sich ausruhen. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Wie kommt der Wanderer denn angedackelt? Ich hab Kohldampf. Dann ess ein Kohl ohne Dampf. Du Kohldampf, Wanderer, Boy. Und er schickt natürlich wie so viele Wanderer Gesteins-Pokémon in den Kampf. Zum Beispiel ein Geo-Rock. Ein Geo mit einem Rock. Da fragt sich natürlich jeder, was ist ein Geo? Ein Geo-Dreieck? Eine Geo-Kugel? Das würde schon eher passen. Ach, ich fange schon wieder an, Unsinn zu labern. Schnell, Markus. Hau Georock weg. Ach, und jetzt hat er die Fähigkeit Robustheit. Die Fähigkeit ist seit der 5. Generation ein bisschen stärker geworden. Bis zur 5. Generation hatte diese Fähigkeit Robustheit nur den Vorteil, dass K.O.-Attacken, wie zum Beispiel Hornbohrer, die Pokémon nicht treffen konnten. Und seit der 5. Generation ist das so, wenn das Pokémon volle KP hat, und das hatte Georock ja beim ersten Angriff,
kann es nicht ge-one-hitted werden, sondern behält immer mindestens dann einen KP übrig. Aber wie gesagt, nur wenn es wirklich bei voller KP bei einem Angriff ist, was gerade eben halt der Fall war. Weil es so schön war, kommt gleich noch ein Georock. Halli, hallo, wie geht's denn so? Jetzt ist eigentlich scheißegal, welche Attacke wir einsetzen. Denn eine Attacke wird es auf jeden Fall überstehen. Dank dieser blöden Fähigkeit. Robustheit. Initiative sinkt, das bringt uns ganz viel. Denn die Initiative ist, ihr werdet es erraten, für den Arsch. Ganz genau. So, dann nochmal ein Blubstrahl. Wir haben ja so viel AP davon. Blubbi blub, blub blub blub. Heiß gekocht, warm gegessen. Und die Erfahrungspunkte steigen und steigen und mir korrekt Level 45. Oh, jetzt kommt ein bisschen Abwechslung. Rokara. Das hat mir ja auch schon gefangen. Das ist genau dieses Gesteinsfeen-Pokémon. Hat eine sehr gute physische Verteidigung. Und ist sogar schneller als Azumarill. Oh, und die beiden Fähigkeiten werden getauscht. Aber das hat auch doch einen Effekt, denn Rokara hat auch eine gute spezielle Verteidigung, wie es aussieht. Greifen wir halt nochmal zweimal mit Blubstrahl an, Schutzteiler. Du teilst ja alles mit uns, du bist so nett. Meine Fähigkeit. Ja, meine Fähigkeit ist übrigens die Fresse nicht zu halten, sondern aufzuschlagen. Und das mache ich vor allem sehr häufig und in großer Stückzahl. Zum Leide anderer, selbstverständlich. Die anderen sind in diesem Falle ihr. Zumindest die dieses Video schauen. Es tut mir sehr, sehr leid. Und Rokara hat mir überhaupt keine Erfahrungspunkte gegeben. Ich bin enttäuscht. Maßlos enttäuscht. Ich könnte mich nochmal eben heilen. Komm. Ja, wir kampieren. Wir krepieren, kampieren. Und campen dann in der Eishöhle. In der Frosthöhle selbstredend. Mann, warum ist die Höhle denn auch so groß? Ich möchte mal ein bisschen vorankommen. Hier finden wir noch einen Supertank. Ist ja fast schön. Besser als unschön auf jeden Fall. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Alter, ist die Höhle wieder so groß. Ich habe wieder das Gefühl, die Hälfte verpasst zu haben. So, erstmal hier hin. Ich komme da gar nicht hin. Dann halt erstmal auf die Seite einen Äther abstauben. Und das ohne Abwischer abgestaubt. So, wie komme ich dahin? Muss irgendwie ans Tiefer kommen. Aber wie machen wir denn das? Im besten Falle überhaupt nicht. Na wunderbar. Kommen wir jetzt noch irgendwie zurück oder bin ich hier gerade in einer Endlosschleife gefangen? Leute? Achso. Natürlich so. Hä? Jetzt mal ohne Scheiß, bin ich hier gefangen gerade? Ne, ich kann jetzt nochmal nach links. Ich dachte schon, ich hätte mich hier irgendwie eingesperrt. What the fuck? Ich komme hier nicht mehr raus. Moment, Leute. Oh, da muss ich mich erstmal neu positionieren. Was ist denn hier los? What the fuck? So, meine Herren, schwere Geburt. Ich hasse diese Eisrätsel. Ah, warte. Warte! Nee, doch nicht. Ne, ich glaube, da komme ich gar nicht hin. Nein, jetzt geht das schon wieder los. Ich will hier weg. Lass mich weg. Nein, was tue ich hier? Ich krieg gleich einen Anfall. Ah, ich hasse dieses Spiel. Und jetzt? Leute, ich bin gerade echt geistig etwas verwirrt. So, mein Gott nochmal, was ist daran denn so schwer? Ich will doch nur darüber zum Kämpfer. Oh Gott, nochmal, danke. So, darf ich jetzt mal kämpfen gegen dich? Das war mal wieder sehr, sehr super 2 Minuten, in der
sehr viel passiert ist. Und ich jetzt sogar den Text vergessen habe vorzulesen. Sorry, Schwarzgurt Kenji, du hast bestimmt ganz wichtige Sachen zu erzählen. Aber die müssen leider warten. Strepoli, der Mashok-Verschnitt der fünften Generation. Bei diesen Pokémon frage ich mich immer, werden die schon so geboren? Beziehungsweise die Vorentwicklung. Wie hieß die noch? Kraftibalk oder sowas, ich habe keine Ahnung. Der hat irgendwie so ein Holzbrett statt so einen Stahlbalken auf dem Arm. Da frage ich mich dann immer, werden die dann schon so geboren? Hat die Vorentwicklung wirklich schon so ein Holzstumpf auf dem Arm? Genau wie bei Porenta mit dem Lauch. Wenn Porenta geboren wird, hat es schon eine Lauchstange auf den Flügeln? Denn ich habe noch nie ein Porenta ohne Lauchstange gesehen. Und ich habe noch nie ein Strepoli ohne diesen Dingensbalken gesehen. Das ist schon sehr mysteriös. Aber egal. Wir hauen es so oder so platt. Auch wenn es den Steinhalde beherrscht. Wie so viele Kampf-Pokémon, die den Flugtypen damit auskontern können. Das wir im letzten Part natürlich nicht zu Gesicht bekommen haben in Sachen von Reesnet. Der ist nicht durch eine Gesteinsattacke gestorben. Nur weil ich jetzt eine Halblüge erzählt habe, fängt das Spiel an zu lecken. Ich sollte mir Gedanken machen. Wobei, das war ja keine Lüge, das war alles die Wahrheit. Level up, Thunderbird. Level 30 schon. Nicht mehr lange, dann entwickelt sich unser Janma schon, ohne einmal gekämpft zu haben. Sensationell, unser Thunderbird. Verfolgung bringen wir ihm mal bei. Because we can und so. Oh weh, das habe ich noch glatt im Kreis gedreht, habe ich glaube ich gesagt. Ich krieg die Texte heute so schnell weg. Was ist denn da bloß los? Diese Höhle ist so groß. Und jetzt habe ich tatsächlich etwas getriggert. Es ist mächtig kalt hier drin, findest du nicht, Lady N? Ich bin halt ein kalter Typ, weißt du? Ich habe so eine Ahnung, dass sich weiter jemand im Inneren... Ich habe so eine Ahnung, dass sich weiter im Inneren noch etwas oder noch jemand befindet. Oh, ein Rex Bizarre. Dieses Rex-Bizarre ist ein Prachtexemplar, das nur so vor Energie strotzt. Und je mehr wir es reizen, desto stärker wird seine Fähigkeit Hagelalarm. Lass es uns rasch einfangen. Blizzard! Ausrufezeichen! Hey! Oh mein Gott, sag nicht, wir müssen mit dem Typen da jetzt kämpfen. Diese Pokéball liebe schon wieder. Hey, was habt ihr denn hier verloren? Ja, wonach sieht es denn aus? Wir fangen hier Pokémon. Was sollten wir denn wohl sonst mit all den Pokébällen anstellen? Wir haben es insbesondere auf Pokémon wie dieses Rex Bizarre abgesehen. Es steckt so voller Energie. Und was wollt ihr mit dieser Energie anfangen? Also, ein Schnellmerker bist du ja nicht gerade. Wir haben meistens Geld, Pokémon und Energie sein eigen nennt, ist halt unschlagbar, ganz einfach. Denen, die nichts haben, bleibt nichts anderes übrig, als sich all das zu wünschen. Es erklärt aber immer noch nicht, warum Team Flair unbedingt Pokémon Energie und Geduld anhäuft. Geld anhäuft. Geduld. Geduld häuft ihr an, glaube ich. Warum wollt ihr das alles für euch allein haben? Was habt ihr vor? Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Wir von Team Flair werden überleben und sonst keiner. Schließlich besteht keine Notwendigkeit für uns, irgendwelchen unwichtigen Menschen zu helfen. Ich würde ja gerne noch weiter hier mit dir quatschen. Nun habe ich aber leider absolut keine Zeit mehr. Das gehört ja in die N. Niemand außer Team Flair soll überleben. Die Leute sind völlig übergeschnappt. Und allein diese Aussage, die... Ich habe ja schon mal vor einigen Parts gesagt. Ein berühmter YouTuber mit Namen LeFloid hat mal den Quervergleich angestellt. Team Flair ist gleich Nazis. Sind gleich Nazis. Und ganz ehrlich, das ist gar nicht so abwegig bei solchen Sätzen. Jetzt war ich... Macht mit diesen Rotznasen jetzt kurzen Prozess. Verstanden, los, aber Dalli. Jawohl. Ja, Eilen. Los, Team Flair, immer weiter, Team Flair. Es ist das Markenzeichen von Team Flair. Bei uns ist immer das eitel Sonnenschein. Oh mein Gott. Zum Glück nähert sich dieser Part wieder dem Ende, denn ich krieg so langsam Fusseln im Mund. Von meinem ganzen Gelabere. Es wird doch kein Doppelkampf, Gott sei Dank. Wir dürfen alleine gegen Golbat kämpfen.
Und den greifen wir sogleich mit einem Nassschweif an. Nachdem Golbert uns gehorrorblickt hat und wir Markus nicht mehr austauschen können. Aber das wollen wir eigentlich auch gar nicht. Denn zwei Attacken. Bitte kein Kung-Fu-Strahl, danke. Oh nein, scheiße Giftattacken. Ich vergesse es immer wieder, dass sie sehr effektiv auf Fee sind. Aber endlich haben Giftattacken jetzt auch mal mehr Bedeutung. Denn bevor der Fee-Typ dazu kam in dieser Edition, waren Giftattacken eigentlich nur auf den Typ Pflanze effektiv, oder? Oder gab es noch einen Typ, wo Gift drauf effektiv war? Mir fällt gerade keiner ein. Auf sehr vielen war es nicht sehr effektiv, wie zum Beispiel Geist, Boden oder anderen Gift-Pokémon natürlich auch. Auch Stahl hat es nicht mal Wirkung. Von daher, der Feentyp oder dank des Feentyps haben Giftattacken jetzt wieder eine bestimmte Bedeutung bekommen, was mich eigentlich ganz freut. Denn Giftattacken, wie gesagt, wurden vorher so gut wie nie eingesetzt, aber bekommen jetzt mehr Geltung. Voltenso, ein Elektro-Pokémon der dritten Generation, das eine Erdkräfteattacke abbekommt und dies nicht übersteht. Voltenso übrigens auch ein Pokémon, das eine Mega-Entwicklung seit dieser sechsten Generation dazu gewonnen hat. Weasnet versucht Akrobatik zu erlernen. Witzig, witzig. Wir haben die TM-Akrobatik und haben diese ja durch Fliegen vergessen lassen, damit wir halt fliegen können von Stadt zu Stadt. Deswegen Akrobatik nicht beibringen, können wir notfalls immer wieder zu jedem Zeitpunkt per TM machen. So, der Team Flair-Rüpel ist besiegt. Unsere Nadine freut sich. Hier sehen wir nochmal das Outfit von etwas näher. Gefällt mir, ich habe es ja schon vor zwei, drei Parts gesagt, relativ gut. Bloß die Cappy in Verbindung mit den Haaren gefällt mir noch nicht so. Da müssen wir uns noch was Schöneres anschaffen. Ich mag verloren haben, doch der Anblick dieser zauberhaften Winterwelt entschädigt mich dafür. So sollte es sein. Immer eitel Sonnenschein. Das war's. Darf ich nochmal zurück? Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich möchte nochmal kurz mein Team heilen und den Rest der Höhle noch erkunden, bevor wir jetzt nochmal mit der Chefin da quatschen. Vielleicht müssen wir gegen die auch nochmal kämpfen. Erstmal heilen wir unser Pokémon-Team. Ja, wir kooperieren, kampieren und krepieren alles zusammen. Wobei, doch, wir quatschen erstmal mit der Tussi von Team Flair noch eben. Notfalls machen wir den Kampf noch eben schnell zu Ende. Und dann heißt es schon wieder langsam, aber sicher, ein Folgenpäuschen zu machen. Aber vorher begegnen wir noch einem wilden Pokémon. Einen Keifel nämlich. Theoretisch. Wir müssen ja dieses Szenario mit Team Flair in dieser Frosthöhle durchführen, damit wir mit Mammutell auf der Route 17 weiterreisen können. Aber ganz theoretisch, wenn wir ein eigenes Mammutell hätten, dann könnten wir doch eigentlich mit dem Mammutell auf der Route 17 einfach weiterreisen, ohne dieses Event hier zu triggern, oder? So vom Sinn her müsste das eigentlich möglich sein, oder? Wir gucken uns hier nochmal ganz kurz um. Hallo Rex Bizarre. Mit dir wollte ich eigentlich gerade noch quatschen. Vielleicht können wir dich gleich fangen. Ein Schwarm-Pokémon. Ein wildes Rudel von Gelatini. Genau. Das italienische Eis-Pokémon. Alle Level 20, aber euch will ich nicht fangen. Ich brauche zwar noch ein Eis-Pokémon, aber nicht euch. Hallo Rex Bizarre. Hast du einen Blizzard-Samen gefressen? Blizzard! Achso, Blizzard, ah. So, ich würde sagen, quatschen wir nochmal eben mit der. Du bist weitaus stärker als du aussiehst. Wie viel Energie, wo sonst noch in dir steckt? Tatsächlich, wir müssen nochmal kämpfen. Und das wird dann auch die letzte Aktion in diesem Part. Zum Glück hat sie nur ein Pokémon. Magnolia. Die haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen, oder? Relativ viele Vorstandsmitglieder. Und auch sie hat ein Hundemon. Das haben wir auch schon ein, zweimal gesehen. Level 48. Aber das sollte kein Problem sein, hoffe ich. Wir haben nämlich nur sehr effektive Attacken auf Hundemon. Im Gegensatz zu dieser Attacke. Ich habe nicht mal gesehen, welche das war.
Aber ist auch egal, mit einem Nassschweif ist Wundemon schon down. Und ich muss mich mal wieder kurz richten. Denn mein Bein droht wieder einzuschlafen. So wie ihr wahrscheinlich gerade, wenn ihr diesen Part bis zu diesem Zeitpunkt seht. Okay, jetzt habe ich mich aber schon häufig genug in dieser Aufnahmesession selber schlecht geredet. Ich höre auf damit. Thunderbolt Level 31 und wir haben Team Flair abermals besiegt und in die Schranken gewiesen. Du bist nicht nur stark, du bist zu stark. Zu stark, um wahr zu sein. So wahr ich hier stehe. Yes, Bitch. Gib mir Kohle. 13.000, wow. Also wenn man das Münzamulett immer schön trägt, dann kann man hier richtig gut Kohle machen. Hoch, ich war noch nie so gut im Verlieren. Nichts wie weg, Abmarsch. Und Ex-Rex-Visa ist noch da. Wunderbar. Das hat sich sogar gereimt. Lady N, hast du denn gar keine Angst vor Team Flair? Ich fürchte mich vor denen und kämpfen will ich schon gar nicht gegen diese Schufte. Andererseits hätten wir Rex-Visa nicht beschützen können, wenn wir nicht gegen sie gekämpft hätten. Du hast gar nichts gemacht, Typ. Ich bin normalerweise eher der zurückhaltende Typ, aber manchmal muss ich mich dazu zwingen, ein bisschen mehr aus mir herauszugehen. Jetzt müsste sich auch das Mammut-Hell wieder beruhigt haben. Ein Glück. Nur weil hier drei Menschen ihr Unwesen hier getrieben haben, ist Mammut-Hell irgendwie unsicher geworden und jetzt ist alles wieder gut, oder was? Okay, wir haben abermals, ich weiß nicht, das fünfte, sechste Mal oder so, Team Flair aus dieser Frosthöhle vertrieben. Ich denke, das ist ein guter Abschluss für diesen Part von Let's Play Pokémon Y. Beim nächsten Mal werden wir nochmal mit Rex-Visa sprechen. Eventuell können wir es sogar fangen. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wieso eigentlich nicht? Und wir werden nochmal den Rest dieser Frosthöhle erkunden. Und wir müssen immer noch ein Eis-Pokémon in dieser Höhle fangen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Aber der fällt mir beim nächsten Mal bestimmt wieder ein. Spätestens, wenn wir das wilde Pokémon wieder begegnen sollten. All dies und noch viel mehr beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Y. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.